Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Meine Freundin und ich haben eine Münze geworfen, um zu sehen, wie wir unseren Sohn nennen. Er heißt Kopf. Gedanke des Tages. Wo wird die Menschheit wohl zuerst landen? Auf dem Mars oder am Flughafen Berlin? Ich dusche ab jetzt immer mit einem Abschiedsbrief im Bad. Wenn ich ausrutsche und sterbe, sieht es aus wie Selbstmord und nicht wie pure Blödheit. Zu jung ist in China auch nur ein Name. Sitzt eine Katze am Zoll und maut. Vertrag verlängert. Bakterien stimmen 3-Sekunden-Regel bis 2021 weiterhin zu. Harry Potter-Fan. Ich wäre gerne mal in Hogwarts. Narnia-Fan. Ich wäre gerne mal in Narnia. Tribute von Panem-Fan. Och ja, passt schon. Was sagt man zu einem Inder, der stolpert? Fall nicht hin, du. 2 Uhr nachts. Chelsea. Rote Fußgängerampel. Kein Auto. Nichts. Warte gut 3 Minuten neben einem Herrn. Sagt er, na, auch Deutscher? Dieser Moment, wenn man seinen Lieblingspornostar trifft, ein Autogramm möchte, sie aber noch nicht schreiben kann. Wie oft konnte Noah angeln? 2 Mal, er hatte nur 2 Würmer. Intelligente Menschen haben eine schlechte Handschrift, weil sie schneller denken. Mädchen schreiben schön. Der Taxifahrer hat Schokokoalas. Selten war ich neidischer. Er sieht meine Blicke und bietet mir welche an. Beste Taxifahrt ever. Eltern sind heute über 2 Dinge besorgt. Erstens, was ihre Söhne herunterladen, zweitens, was ihre Töchter hochladen. Was sind das nur für Zeiten? Cola ohne Zucker, Kaffee ohne Koffein, Zigaretten ohne Nikotin, Frauen ohne Emotionen und Männer ohne Eier. Ich gehe nur nicht schwimmen, weil es keinen Zeitpunkt in meinem Leben gibt, an dem ich 30 Minuten vorher nichts gegessen habe. Ich wollte 100 Euro einzahlen und der Typ vor mir 100 Euro abheben, habe ihm das Geld gegeben und das Anstehen gespart, das war mein Glückstag. Welthundetag oder auf Chinesisch Erntedankfest. Präsident Donald Trump klingt für mich fast so seltsam wie Dr. Pedro Lombardi. Ein schönes Sprichwort, das meine Freundin immer verwendet. Nein. Rosen sind rot, Tassen haben Henkel, Opa erschießt behinderten Enkel. Meine Nichte, 4, sieht zum ersten Mal ihren zu früh geborenen Bruder, der im Brutkasten an Kabeln hängt. Sie? Muss er denn noch lange aufladen? Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.